herzlich willkommen zu meinem Format Glücklich und Gesund mit den Reichen und Schönen. Damit meine ich natürlich die Pflanzen. Und heute stelle ich eine ganz wunderbare Pflanze vor, die man vielleicht auf den ersten Blick eher mit ein bisschen Sorge sieht. Jeder von euch hat schon mal die Brennnessel wahrscheinlich in Kindertagen erlebt, wenn man da reingreift und die kleinen Härchen histaminhaltig und die sich dann so einhängen und wehtun. Aber tatsächlich ist es die Königin unter den Heilpflanzen, den Wildpflanzen, die wie Unkraut, muss man sagen, wachsen. Für mich gibt es ja kein Unkraut in dem Sinne, aber ich würde euch wirklich sehr empfehlen, sich mit dieser Pflanze anzufreunden. Es ist ganz wunderbar, was für Inhaltsstoffe sie hat. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was man damit machen kann. Es gibt ein anderes Video, wo dann nochmal Rezepte und Fotos und Ideen auch schriftlich sind. Aber einfach, dass ihr so mal eine Idee bekommt und die Pflanze nochmal live seht. Ja, wovon reden wir? Wir reden erstmal von diesen Blättchen. Es gibt sehr viele Brennnesselsorten übrigens und sie schmecken auch ganz unterschiedlich. Diese Sorte, die ich in meinem Garten habe und auch der, aus der ich auch diesen Tee gemacht habe hier, man sieht schon an der Farbe, dass da viele Inhaltsstoffe gelöst sind, die schmeckt zum Beispiel richtig süß. Ganz interessant, versucht mal verschiedene Brennnesseltees zu machen. Bei Brennnesseltee, bevor wir jetzt in die Zubereitung gehen, ganz wichtig, Brennnesseltee entwässert, Brennnesseltee entgiftet. Aber man muss immer sehen, gibt es ein Problem mit den Nieren, mit der Gallenblase. Also bei allem, was ich euch heute sage, bitte eine Rückmeldung zu eurem naturheilkundlichen, ernährungsgeschulten Arzt oder Ärztin. Denn bei manchen Pflanzen muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil sie so kraftvoll sind. Aber für die, die jetzt zugucken, zum Beispiel Veganer, Vegetarier, junge Leute, ich mache ja auch ganz viel mit Studentinnen und Studenten und einfach der neuen Generation, die die alten Pflanzen wieder in ihr normales Leben einbauen sollten, weil es nämlich auch viel billiger ist, als ständig irgendwelche Zusätze zu kaufen. Ja, und jetzt ganz einfach, die sehr einfachste Form, was ihr damit machen könnt, ihr nehmt einfach diese Saaten. Ja? Es gibt Saaten, die unterschiedlich aussehen, die hängen nach unten oder nach oben. Es gibt weibliche und männliche Pflanzen, aber es ist völlig egal. Die Saaten sind von beiden Pflanzenarten gleich gesund. Und damit kann man sich so etwas wie ein Proteinpulver machen. Ja? Das heißt, jetzt kommt's, weil ich war letzte Woche unterwegs, wenn ich Sport machen gehe mit dem Fahrrad, dann nehme ich mir immer so einen kleinen Rucksack mit. Und bitte für euch, das ist sehr wichtig, weil sonst kriege ich noch negative Rückmeldungen, wenn ihr in den Wald geht und noch nie mit Brennnesseln gearbeitet habt, bitte Handschuhe verwenden, dann könnt ihr sie anfassen, könnt alles damit machen, könnt reingreifen in die großen Büsche. Bitte eher die oberen Teile nur nehmen. Es hat auch damit zu tun, einmal haben wir natürlich das Problem mit den Tieren, habe ich ja schon mal gesagt, wenn jetzt Hunde, Katzen oder so da über diese ganz kleinen Brennnesseln laufen und da ihre Exkremente geben, dann solltet ihr das natürlich nicht nehmen. Aber Brennnesseln wachsen ja schön hoch, sie speichern aber auch Schadstoffe aus dem Boden mit der langen Zeit. Das heißt, besser man nimmt die jüngeren und die oberen Blätter. Und so habe ich das hier auch gemacht. Ich habe also einfach, das seht ihr hier noch, da hängen ganz, ganz viele Saaten dran. Ich habe die so mit dem Handschuh abgemacht und das einfach getrocknet. Kann man jetzt im Ofen machen bei 40 bis 50 Grad, also nicht zu heiß, damit es noch eine Rohkost ist, falls ihr sie roh über euer Essen geben wollt. Und in der Wohnung allein geht das auch. Schaut mal, wenn ich die jetzt so mit der Hand verteile, passiert gar nichts, weil diese feinen Härchen beim Trocknen dann auch kaputt gehen. Das heißt, dann tut es auch nicht mehr weh. Und jetzt gibt es zwei Dinge, die ich machen kann. Ich habe ja auch immer hier diese Schälchen, diese schönen Gläser, die ich euch sehr empfehle anzuschaffen für die verschiedensten Pflanzen. Man kann jetzt so ein kleines Gläschen voll
einfach nur mit den Saaten machen, indem man sie hier rausholt, durch ein Sieb gibt. Möglichkeit Nummer zwei ist, dass ich das alles so ein bisschen außer dieser großen Stäbe in einen Mixer gebe und dann tatsächlich mixe, ein Pulver bekomme und die Fasern bleiben automatisch ungemixt. Die kann man dann rausnehmen. Und dann hat man ein wunderbares Pulver. Wisst ihr, wofür das auch gut ist? Es macht sehr schöne Haare und Haut. Man gibt es den Tieren ins Futter. Wir hatten mal drei glückliche Meerschweinchen, die haben auch immer regelmäßig Brennnesseln mit ins Futter bekommen, getrocknete, so als Heu. Dann tut es denen natürlich im Schnäuzchen nicht weh. Die haben ein wunderbar glänzendes Fell gehabt. Auch Pferden oder anderen Tieren tut man getrocknete Brennnesseln ins Futter, um ein schönes Haarkleid zu bekommen. Also ist für euch sicherlich auch interessant. Ja, und dieses Pulver kann man dann über alles Mögliche streuen. Einfach so über Müslis, über süße Zubereitungen, herzhafte, über Suppen, über Wokgemüse, über Risotto. Man kann ein Pesto damit machen. Eine schöne Idee ist auch Hummus, wenn ihr einen Hummus habt, wo natürlich auch Sesamkörner, Sesammus dabei ist, einfach auch von dieser Brennnesselsaat was drüber streuen, dann habt ihr es schon mal 150% verbessert. Also ihr seht, alles, was ich jetzt gesagt habe, das geht für ketogene Diät, das geht für vegane Diät, vegetarisch, es geht sogar für Rohkost vegan, passt das wunderbar. Und denen würde ich ganz besonders empfehlen, dass sie viel mehr mit Wildpflanzen arbeiten, weil diese Wildpflanzen, da habt ihr eine ganz kleine Menge, die ihr nur essen müsst, für einen riesigen Effekt. Ja, was macht man mit den Blättern, wenn man sie kochen will, zubereiten will? Also es versteht sich eigentlich von selbst, dass ich das jetzt nicht so esse. Es würde natürlich furchtbar wehtun. Also als Salat würde ich das nicht nehmen, höchstens in die Butterbowl, wenn es schon gegart ist, also wie ein Spinat zubereitet. Aber eben, wie ich gerade sagte, man kann sie genauso zubereiten wie Spinat. Ja, was macht man da? Man nimmt als Basis wieder entweder Knoblauch, auch sehr schöne Schutzstoffe drin, oder Zwiebel oder beides zusammen, je nach kulinarischer Ausrichtung. Nimmt ein klein wenig, ein paar Tropfen Öl, dann schwitzt man das klein gehackt da drin an. Dann kann man dazugeben, wir haben ja in einem anderen Video von dieser wunderbaren Berberitze gehört, dass die unwahrscheinlich Vitamin C haltig ist, eine sehr schöne Säurebalance gibt. Die kann man da mit anschwitzen, die getrockneten zum Beispiel. Oder aber, was auch wunderbar ist, wenn man Ölsaaten, also das sind jetzt Mandeln in der mediterranen Kost, macht man auch diese Brennnesselblätter, grüne Blätter mit eben Knoblauch, Zwiebel, ein bisschen was Süßen, wie zum Beispiel Rosinen, Berberitze, oder auch am Schluss könnt ihr ein paar kleine Apfelstückchen dazugeben, weil die Brennnessel mag immer ein bisschen Balance. Sie ist leicht bitter, je nach Sorte. Natürlich kann man aber auch Süßkartoffelstücke oder Karottenstücke mit reingeben. Auch das balanciert ein wenig. Ich habe ganz vergessen. Statt der Mandeln kann man selbstverständlich mein Brainfood, mein Lieblingsbrainfood, die Walnuss verwenden, was ja dann wunderbar regional ist. Und ich empfehle auch, wenn man das alles angeschwitzt hat, dann die Blätter reingemacht hat, zugemacht, wie ein Spinat zubereiten, dass man am Schluss ein wenig Zitronensaft dazu gibt, um das geschmacklich zu heben. So, und diese Grundzubereitung, die kann man jetzt entweder nehmen, wie ihr das kennt in der italienischen Küche, kann man ja auch so omelettartige Sachen machen. Man kann das mit reinmischen. Und Eier empfehle ich grundsätzlich schon, wenn sie aus einer fairen, guten, happy Ort sind und nicht aus Massentierhaltung, natürlich auf keinen Fall. Aber man kann gut Spinat-Zubereitungen mit Omelett oder Ei machen und natürlich die Veganer entsprechend andere Eiersatz zum Beispiel. Aber sehr gut geht Spinat auch in Tarte, Quiche, ja, könnt ihr alle diese Grundsubstanz mit reingeben. Natürlich auch in Risotto kannst du mit rein, in Wokgemüse. Und auf diese reine Spinatproduktion, Brennnessel-Spinatproduktion, passt sehr gut ein schöner Ziegenkäse, Ziegenfrischkäse oder Schafsfrischkäse, wenn man ein gutes Produkt findet. Für die Veganerinnen und Veganer gibt es natürlich diese wunderbaren veganen
Käse und Frischkäse auf Macadamia-Nussbasis, Mandelbasis, Cashewbasis. Da gibt es ja eine ganze Reihe und schon habt ihr eine wunderbare Schutzkombination und könnt das dann auch noch mit anderen, mit roten Gemüsen mischen. Also es ist sehr einfach, man muss sich nur daran gewöhnen und sehr wichtig, außer der Handschuhe, wenn ihr die frischen Blätter habt und abzupfen wollt, mit heißem Wasser übergießen. Ja, weil dann sind auch die Härchen inaktiviert. Für die Allergikerinnen und Allergiker unter euch, bitte Vorsicht, die Saaten könnt ihr sehr gut essen. Ja, bin auch Allergikerin, würde jetzt sofort eine Reaktion haben, aber nicht auf die Saaten. Die schmecken ein bisschen wie Nüsse, wunderbar. Aber bei den Blättern ein wenig aufpassen, weil da einfach ein gewisser Histamingehalt ist. Also da einfach selber ausprobieren, was passt, welche Mengen passt. Und schon habt ihr sie umarmt, eure neue Freundin, die Superpflanze, die nichts kostet. Und falls ihr einen Garten habt oder falls ihr die Möglichkeit habt, Parkgelände vor Hunden und Katzen zu schützen, also da ein wenig einzuzäunen, damit man diese Brennnesseln ernten kann. Das wäre eine wunderbare Idee. Und vielleicht zum Verständnis, ich möchte ja, dass wir alle ein neues Normal bekommen, ja? Dass wir diese alten Pflanzen als normal sehen wieder und das auch den Kindern beibringen. Aber die Gastronomie kann im Moment noch nicht damit anfangen. Das ist zu kompliziert für sie. Also was macht ihr? Ihr bringt es einfach mit ins Restaurant oder in eure Kantine, nehmt ihr euch einfach die paar Pulver mit und streut es aufs Essen. Und schon sind alle happy und es kostet nichts. So, ich freue mich sehr auf eure Rückmeldung. Tut euch nicht weh. Und ich freue mich auf eure gute Energie und den Glow in der Haut, wenn ihr regelmäßig Brennnesselsaaten esst. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.